Ja, dann fangen wir an. Wir sind momentan beim Thema, dass wir die Quantenfeldtheorie nochmal komplett systematisch aufziehen. Und zwar haben wir als Voraussetzung gegeben, dass wir ja gelernt haben, wie man Green'sche Funktionen von Feldoperatoren ausrichtet, mit Hilfe von Feynman-Diagrammen. Das heißt, Green-Funktionen sind definiert. Und wenn man sich auf den abstrakten Standpunkt stellt, dann ist eine Quantenfeldtheorie jetzt letztlich dadurch gegeben, dass man einen Satz von Feldoperatoren in der Theorie vor sich hat. Diese Feldoperatoren erfüllen gewisse Axiome, nämlich insbesondere Kausalität, dass also verschiedene Feldoperatoren an raumartig getrennten Punkten miteinander kommutieren. Und sie sind vollständig, sodass jeder Zustand durch Anwendung von Feldoperatoren auf jeden anderen abgebildet werden kann. Und sie erfüllen passende Vertauschungsrelationen mit dem Impulsoperator bzw. Translationsoperator der Theorie. Damit können wir also die Theorie definieren, und Green-Funktionen sind letzten Endes Rechengrößen, die uns die gesamte Information über die Theorie liefern. Wir müssen sie nur extrahieren. Und wir sind momentan dabei zu lernen, wie man physikalische Größen, insbesondere Observablen, aus den Green'schen Funktionen extrahiert. In der letzten Stunde haben wir dann zunächst mal den Zustandsraum allgemein der Theorie untersucht. Und ganz allgemein ist es klar, dass es ein Vakuum geben muss. Das ist auch eine Voraussetzung als eindeutiger Grundzustand des Hamilton-Operators. Dann haben wir vorausgesetzt, dass es Einteilchenzustände gibt. Die sind dadurch charakterisiert, dass physikalisch ein Teilchen dadurch gegeben ist, dass man den Bewegungszustand festlegt. Und dann ist das Teilchen eindeutig charakterisiert. Mathematisch heißt es, dass ein Einteilchenzustand ein echter Eigenzustand ist zum P-Quadrat-Operator, also zum Viererquadrat des Impulsoperators. Und neben den Einteilchenzuständen und dem Vakuum gibt es dann noch beliebige weitere Zustände, die wir durch Eigenwerte von Viererimpuls und P-Quadrat definieren konnten. Und dann haben wir das untersucht, und wir haben als erstes mal die Observable untersucht, Ruhemasse oder Eigenwerte dieses P-Quadrat-Operators. Die entsprechen also Ruhemassen von echten physikalischen Teilchen. Und da haben wir zunächst mal hier technisch bemerkt, dass man so ein Matrixelement immer finden kann, dass ein Einteilchenzustand mit dem Vakuum verknüpft ist durch Anwendung von einem solchen kausalen Feldoperator. Dann kann man einzig und allein durch allgemeine Überlegungen bezüglich Translation, Lorentz-Invarianz zeigen, dass das diese Form haben muss, und für mindestens einen Feldoperator ist es dann ungleich 0. Das heißt, man hat dann so ein Wurzelgeschwungen Z ungleich 0. Für jeden einteiligen Zustand gibt es so einen Feldoperator. Den kann man nutzen, und dann kann man zeigen, dass die Green'sche Funktion von zwei solchen Feldoperatoren von diesem Typ eine Polstelle hat, genau bei dem Eigenwert von P-Quadrat, der der Ruhemasse von diesem physikalischen Teilchen hier entspricht. Das heißt, ich habe jetzt eine Rechenvorschrift für den Eigenwert, nämlich ich muss die Polstelle finden dieser Green'schen Funktion, und die kann ich ja mit Feynman-Diagrammen ausrechnen. Das haben wir das letzte Mal dann auch grafisch gesehen, wie man dann die einteilchen-irreduzible Selbstenergie in den Nenner des Propagators bekommt, wodurch die Polstelle eventuell verschoben wird. Und dann kann ich eben die Polstelle ausrechnen und kriege diesen Eigenwert und die Ruhemasse von einem physikalischen Teilchen. Gut, das heißt, Polstellen von Green'schen Funktionen sind schon mal extrem wichtig physikalisch und entsprechen hier den Ruhemassen von Teilchen, Eigenwerten des P-Quadrat-Operators und damit einer statischen Größe. Heute wollen wir eine zweite Klasse von Observablen besprechen, nämlich Streuungen und S-Matrix-Elemente, also den Wahrscheinlichkeitsamplituden für irgendwelche Streuprozesse. Das sind also dynamische Prozesse, wo mehr als zwei Teilchen beteiligt sind. Und wie sich herausstellen wird, sind diese Streuungen natürlich auch mit Green'schen Funktionen verknüpft. Das ist nicht überraschend, dass wenn Sie n-Teilchen streuen, brauchen Sie halt eine n-Punkt-Green-Funktion mit n solchen Feldoperatoren. Und was aber vielleicht überraschend ist, ist, dass diese n-Punkt-Green-Funktionen auch Polstellen haben, und zwar für jedes äußere Teilchen eine Polstelle. Und das Residuum von dieser Polstelle ist letztlich genau die Übergangsamplitude, die wir suchen. Das müssen wir jetzt aber beweisen. Das ist das Thema der heutigen Stunde. Das ist also S-Matrix und das Theorem, was diese Beziehung zwischen Green-Funktionen und S-Matrix-Elementen herstellt, das sogenannte LSZ-Theorem. Und um das zu beweisen, erinnere ich mich noch an diesen Hilfssatz, diese mathematische Aussage, die wir bewiesen haben. Nämlich, wenn wir in der Theorie jetzt einteiligen oder mehrteiligen Zustände haben,
können wir normierte Zustände durch Wellenpakete beschreiben, entweder dreidimensionale Wellenpakete zu einem einfachen Zustand, wo man den Dreierimpuls nur festlegen muss, oder vierdimensionale Wellenpakete für einen beliebigen Zustand, wo der Dreierimpuls noch nicht die Energie eindeutig festlegt. Wir haben dann solche Faltungen betrachtet mit dieser Ableitung D0, die nach rechts und links wirkt. Das war die Konstruktion, die auch aus dem freien Feld den freien Erzeugungsoperator wieder extrahiert hat, also eine ganz nützliche Konstruktion. Aber wenn ich hier solche Wellenpakete falte auf diese Weise, dann haben wir bewiesen, dass im Limes für Zeit gegen Plus oder Minus unendlich Folgendes passiert. Nämlich, wenn Sie hier zwei dreidimensionale Wellenpakete haben, zum selben Teilchentyp mit derselben Ruhemasse, dann kommt einfach das Skalarprodukt von den zwei Wellenpaketen raus oder das Skalarprodukt von den zwei einteiligen Zuständen zum selben Typ. Und das ist zeitunabhängig. Wenn wir aber irgendwelche verschiedenen Wellenpakete haben zu Teilchen mit verschiedener Ruhemasse oder hier einen einteiligen Zustand und hier einen mehrteiligen Zustand mit einem vierdimensionalen Wellenpaket, dann geht dieses Matrixelement gegen Null. Und der technische Grund war, dass die Zeitabhängigkeit durch E hoch I mal T mal P0 gegeben ist und über P0 wird integriert. Das heißt, für große Zeiten oszilliert das sehr stark, sehr schnell und über das Integral, über die Energie, mittelt sich das alles zu Null weg. Daher kommt diese Null. Okay, das wollen wir jetzt alles benutzen. Das heißt, unser Ziel ist jetzt, diese S-Matrix zu definieren und dann herzuleiten, was die Beziehung zwischen Green-Funktionen und S-Matrix-Elementen ist. Und als allererstes müssen wir die Überschrift aufschreiben, also LSZ und die S-Matrix. Und als allererstes müssen wir mal definieren, welche Zustände es sind, die bei so einer Streuung beteiligt sind. Das sind nämlich Zustände mit sogenannten asymptotisch freien Teilchen. Das heißt, wir müssen folgende Überlegung machen. Wir hatten ja einiges vorausgesetzt, was ich auch gerade nochmal wiederholt hatte. Also nach Voraussetzung existiert das Vakuum und es existieren einteiligen Zustände. Es existieren insbesondere die einteiligen Zustände. A und P. Und dann haben wir eben automatisch angenommen, ja, da gibt es ja noch irgendwelche Mehrteilchenzustände, die wir das letzte Mal allgemein mit PSN bezeichnet hatten. Aber die sind ja bisher noch gar nicht näher charakterisiert. Die haben bisher überhaupt keine Struktur. Und jetzt ist die folgende physikalische Frage. Gibt es Zustände, die so eine Interpretation haben wie zwei Teilchen entfernen sich voneinander oder zwei Teilchen sind unendlich weit voneinander entfernt oder laufen aufeinander zu und machen miteinander eine Streuung. Also existiert auch sowas, was man mit Fug und Recht als einen zweiteiligen oder dreiteiligen Zustand beschreiben könnte. Allgemein existieren Mehrteilchenzustände. Das wissen wir nicht. Das heißt, das sind also Zustände, wo hier ein Teilchen 1 nach links fliegt, ein Teilchen 2 nach rechts fliegt und dazwischen gibt es irgendeine Wechselwirkung zwischen diesen Teilchen. Das heißt, die sind nicht völlig unabhängig voneinander, denn wir haben ja eine nicht-triviale Theorie mit Wechselwirkung und so werden diese Teilchen nicht völlig frei voneinander sich wegbewegen, sondern die haben eine Wechselwirkung. So, und die Frage ist, ob man sowas jetzt schreiben kann als einen Zustandsvektor Psi, der vielleicht sowas ist wie in Anführungszeichen ein Zweiteilchenzustand für zwei Teilchen, jeweils mit Impuls P1 und P2. Gibt es sowas? So ein Zustand mit dieser Interpretation? Falls ja, dann müsste das auch heißen, dass eben die Dreierimpulse hier durch P1, P2 gegeben sind und die Energien sind der Teilchen
dann die Energie von Teilchen 1 und die Energie von Teilchen 2. Und wenn man sowas schreibt, heißt es ja, dass die Gesamtenergie dieses Zustandes, die Energie dieses Zustandes Psi, sollte dann eben gleich sein, die Energie von Teilchen 1 plus Energie von Teilchen 2. Aber das stimmt natürlich im Allgemeinen nicht, ist ja klar, weil die eine Wechselwirkung haben und im Allgemeinen gibt es dann natürlich irgendeine Wechselwirkungsenergie zwischen den Teilchen, die nicht unbedingt verschwindet. Deswegen ist im Allgemeinen nicht zu erwarten, dass so ein Zustand mit so einer Charakterisierung einfach P1, P2 existieren sollte. Aber unter einer Bedingung klingt das plausibel, nämlich diese Wechselwirkung, die sollte natürlich gegen Null gehen, wenn die Teilchen sich unendlich weit voneinander entfernen. Das heißt, wir haben eine Chance, solche zwei Teilchenzustände zu bekommen, wenn wir zwei Teilchen betrachten, die sehr, sehr weit voneinander entfernt sind. Und asymptotisch im Limes unendlich weiter Entfernung sollte so eine Charakterisierung eventuell stimmen können. So, das heißt, wir erwarten, dass das hier gegen Null geht für Abstand gegen unendlich. So, wenn wir diese Idee aber haben, dann müssen wir die mathematisch implementieren. Und was heißt das, dass wir die mathematisch implementieren? Wir haben jetzt Teilchen, die sollen Impulseigenzustände sein, aber gleichzeitig unendlich weit voneinander entfernt. Das geht natürlich nicht. Weil entweder sind es Impulseigenzustände, dann haben die überhaupt keine Lokalisation, oder sie sind im Ortsraum sehr weit entfernt, dann sind es aber keine Impulseigenzustände. Wie können wir den gordischen Knoten lösen? Mit Wellenpaketen. Indem wir eben Wellenpakete nehmen, die ungefähr im Ortsraum lokalisiert sind und im Impulsraum auch einen relativ scharfen Impuls definieren. Dafür brauchen wir die Wellenpakete. Und solche Wellenpakete gibt es natürlich. Das heißt, wir haben jetzt die folgende Idee, dass wir also Wellenpakete betrachten, die lokalisiert sind im Orts- und im Impulsraum. Mit diesen Wellenpaketen sollte man diese Limites formulieren können von unendlich weiter Entfernung und zugleich ungefähr scharf definiertem Impuls. So, und jetzt wollen wir eben fragen, ob diese Zustände, die wir uns jetzt so anschaulich überlegt haben, tatsächlich im Hilbertraum existieren. Und dafür müssen wir die konstruieren. Wir müssen irgendwas hinschreiben, was solchen Zuständen entspricht. Und dafür brauchen wir eine Idee, wie man diese Zustände konstruieren kann, also einen Ausdruck dafür hinschreiben kann. Und für diese Idee brauchen wir jetzt mehrere Inputs. Ein Input ist das, was ich gerade erwähnt hatte, nämlich wir hatten vor 2 Stunden gezeigt, wie man in der freien Theorie den Erzeuger aus den Feldoperatoren gewinnt. Nämlich durch diese Fourier-Rücktransformation mit diesem D0 nach rechts und links kriegen wir einen freien Erzeugungsoperator. Wenn wir einen Erzeugungsoperator haben, können wir den beliebig oft aufs Vakuum anwenden und kriegen einteiligen, zweiteiligen, dreiteiligen Zustände und so. Das heißt, wenn wir hier jetzt einen Erzeugungsoperator hätten, dann könnten wir sowas konstruieren. Also erinnern wir uns als erstes mal an den freien Fall. Hier kommt noch was. Also beim freien Fall hatten wir hier einen freien Erzeuger, A Becker, in der freien Theorie von P. Den konnten wir bekommen als I mal Integral D3x von dem freien Feldoperator Phi Decker von x und dann dieses D0 nach rechts und links von D hoch minus IPx. Okay. Das hatten wir bewiesen, dass diese Fourier-Rücktransformation und dieses D0 ist notwendig, weil in dem Fourier-Integral hier man dieses 1 durch 2P0 hat und das wird weggekürzt durch diese Zeitableitung hier. Okay, so, das ist schon mal gut, das merken wir uns und das kann man nutzen als Template, um jetzt in der vollen Theorie mit Wechselwirkung sowas Ähnliches zu konstruieren. Aber ganz kann das nicht ausreichen, weil wir brauchen ja Wellenpakete. Also überlegen wir uns, wie man in der freien Theorie ein Wellenpaket Zustand bekommen kann.
Ganz einfach, indem ich das jetzt hier falte mit dp-Schlange von ma Quadrat mal einer Wellenpaketfunktion g-Schlange von p. Okay, dann integriere ich das da drüber. Und das Ganze hier ist jetzt ein Erzeuger für einen einteiligen Zustand in der freien Theorie, der dem Wellenpaket g entspricht. Und das kann halt im Ortsraum und im Impulsraum einigermaßen scharf definiert sein. Und dann müssen wir hier halt auch integrieren, also hier Integral über g-Schlange von p mal dp-Schlange von ma Quadrat. So, das wäre also in der freien Theorie ein Erzeuger für freies Wellenpaket. Und jetzt konstruieren wir dazu ein Analogon. So, wie können wir ein Analogon konstruieren? In der vollen Theorie gibt es ja jetzt keine Erzeuger, aber es gibt halt kausale Feldoperatoren. Zu dem hier gibt es ein Analogon. Und was wir jetzt brauchen, ist eben einen Feldoperator, der uns den gewünschten einteiligen Zustand hier liefern kann. Das heißt, wir brauchen diesen Feldoperator hier, der nicht verschwindendes Matrixelement mit dem gewünschten einteiligen Zustand hatte. Und den gibt es. Also wähle einen kausalen Feldoperator O von x mit diesem Matrixelement A, P O Decker von x mal Vakuum ist gleich Wurzel geschwungen z mal e hoch ipx ungleich 0. Okay. Und diesen Feldoperator gibt es und den wählen wir jetzt. Und genau mit diesem Feldoperator konstruieren wir jetzt die analoge Größe, wie die hier in der freien Theorie existiert. Das heißt, wir definieren etwas und das nenne ich jetzt Groß A Decker. Das ist das Analogon zu dieser gesamten linken Seite. Und dieses Groß-A-Decker soll ein Erzeuger sein für einen Zustand mit dem Wellenpaket G. Und der hängt ab von der Zeit. Und der ist genau definiert wie der freie Erzeuger. Das heißt, wir schreiben alles ab, aber ersetzen das freie Feld durch das volle Feld in der vollen Theorie und berücksichtigen, dass hier jetzt die Normierung Wurzel Z dazukommt. Die müssen wir abdividieren. Also I mal Integral D3x, 1 durch Wurzel geschwungen Z, dann O Decker von x, D0 Ableitung nach rechts und links und dann dieses Integral dp Schlange von ma Quadrat mal e Schlange von p mal e hoch minus i px. Das ist unsere Definition. Und das Tolle ist, auf der rechten Seite benutzen wir jetzt nur Größen, die eben definitiv existieren. Und auf der linken Seite haben wir jetzt eine Größe konstruiert, die eben hoffentlich Eigenschaften hat, die ähnlich zu Erzeuger- und Vernichteroperatoren sind. So, und dafür beweisen wir eben ein Lemma. Lemma 3 ist das in diesem Kapitel, nämlich, dass das tatsächlich Erzeugereigenschaften hat. Das ist anschaulich gesagt ein Erzeuger für einteiligen Zustände zum Wellenpaket G. Schlange von P. Nämlich technisch gilt die Gleichung A Decker G von P angewendet aufs Vakuum. Das ist ja jetzt das. Wir wenden also diesen hoffentlich Erzeuger aufs Vakuum an. Das Ergebnis ist zeitabhängig, aber wenn ich jetzt den Limes mache, t gegen plus oder minus unendlich, dann kommt genau der gewünschte einteiligen Zustand heraus. Dann kommt also heraus dieser einteiligen Zustand A zum Wellenpaket G, also kein Impulseigenzustand, sondern zum Wellenpaket G. Das ist also definiert als dieses Faltungsintegral dp Schlange
von G Schlange von P mal dem Impulseigenzustand AP. Das ist die Aussage. Das heißt, im Limes Zeit gegen plus minus unendlich erzeugt dieser Operator tatsächlich den einteiligen Zustand aus dem Vakuum und ist in diesem Sinne ein Erzeugungsoperator. Und das Ganze gilt mathematisch im schwachen Sinne. Sie wissen ja, dass man zwischen starkem und schwachem Grenzwert unterscheidet. Und das heißt eben, dass das gilt für beliebige Matrixelemente zwischen normierbaren Zuständen. Also das gilt für Matrixelemente oder Skalarprodukte. So, und der Beweis ist jetzt recht einfach, denn der ist nichts anderes als eine Anwendung von dieser Proposition, die wir rein mathematisch das letzte Mal hingeschrieben haben. Die steht praktischerweise genau hier nebendran. Die Proposition sagt uns, dass so ein Faltungsintegral mit diesem D0 nach rechts und links genau die Eigenschaft hat, wenn Sie zwei passende Wellenpakete falten, ist es zeitunabhängig und entspricht dem Matrixelement. Wenn Sie zwei unterschiedliche Sorten von Wellenpaketen falten, geht es gegen Null aufgrund diesem Riemann-Lebesgue-Lemma für Fourier-Transformationen. So, das heißt jetzt hier ist das genau dasselbe. Wir machen mal kurz als Zwischenschritt das Matrixelement von dem hier mit einem beliebigen Impulseigenzustand. Muss kein einteiliger Zustand sein, sondern beliebiger Impulseigenzustand. So, das hier, dieses Matrixelement. Was ist das? Wenn ich hier jetzt einsetze, was dieser Operator ist, dann habe ich jetzt hier das riesige Matrixelement zwischen oder Matrixelement von diesem riesigen Ausdruck. Und das Einzige, wo das Matrixelement eine Rolle spielt, ist ja hier bei dem Feldoperator Odecker. Okay? Das heißt, ich kriege das Matrixelement vom Feldoperator Odecker. Was ist das aber? Das ist ja genau das. Das heißt, da kriege ich Wurzel z mal e hoch i px. Wurzel z fällt weg, ich kriege also einfach e hoch i px. Das heißt, dieses Matrixelement liefert genau das Integral, wobei hier dann e hoch plus i px steht. Also kriegen wir hier Integral d3x, e hoch i px, d0 nach rechts und links und dann mal diesem Wellenpaket hier. Im Ortsraum hatten wir das als einfach g von x bezeichnet. G von x. Das ist das, was wir kriegen. Und das ist natürlich jetzt für Impulseigenzustände, aber prinzipiell genau immer die linke Seite von allen unserer Propositionen, die wir hatten. So, das heißt, jetzt ist einfach klar, ich kann jetzt einen beliebigen normierbaren Zustand nehmen. Ich kann zum Beispiel mich jetzt entscheiden, ich bilde das Matrixelement mit einem normierten einteiligen Zustand zur Masse m. Dann muss ich das Ganze falten mit einem Wellenpaket dreidimensional zur Masse m. Und dann kriege ich genau das hier mit einem Wellenpaket dreidimensional zur Masse m und es kommt genau dieses Skalarprodukt heraus. Oder ich nehme hier einen beliebigen einteiligen Zustand mit einer anderen Masse, dann folgt nach der Proposition, dass 0 rauskommt. Oder ich nehme einen beliebigen mehrteiligen Zustand, wo ich ein vierdimensionales Wellenpaket brauche, dann kommt auch nach der Proposition 0 raus. Das heißt, wenn ich jetzt hier falte, Faltung mit drei- oder vierdimensionalen Wellenpaket, dann benutzen wir die Proposition aus Kapitel 412. Und dann ergibt sich, dass wir einen beliebigen normierten Zustand nehmen können, Matrixelement bilden mit diesem A-Decker G von T und dem Vakuum. Und im Limes T gegen plus oder minus unendlich ergibt sich dann entweder 0 in allen anderen Fällen, nämlich immer 0, außer wenn ich hier einen normierten einteiligen Zustand vom selben einteiligen Typ zur selben Ruhemasse wie den hier nehme. Also hier normierter Zustand mit unserem A, G einteiligen Zustand, falls dies
ein Teilchen Zustand vom Typ A ist. Und damit ist der Beweis schon beendet. Das heißt, mathematisch ist es einfach eine Anwendung unserer Propositionen vom letzten Mal oder vorletzten Mal. Ja, das heißt also, dieser Groß-A-Decker-Operator ist wirklich ein effektiver Erzeugungsoperator in der vollen Theorie mit Wechselwirkung. Und damit können wir jetzt Einteilchenzustände erzeugen. Aber wir wollten ja Zweiteilchenzustände haben. Und die kriegen wir jetzt natürlich, indem wir das Ding mehrfach anwenden. So, das heißt, wir haben jetzt folgende Anwendung. Nämlich wir wenden A G1 Decker von T und A G2 Decker von T mal beides aufs Vakuum an. Und das sollen jetzt eben zwei lokalisierte Wellenpakete sein, weil die zwei Teilchen entsprechen, die weit voneinander entfernt sind. Die sind also weit entfernt, mindestens für Zeit gegen Minus oder Plus, also entweder gegen Minus unendlich oder für Zeit gegen Plus unendlich. Das heißt, das entspricht halt hier einem Wellenpaket, was in diese Richtung fließt, und einem anderen Wellenpaket, was in die andere Richtung fließt. Und das hier entspricht dann eben diesem Wellenpaket G1. Das entspricht dem Wellenpaket G2. So, und was folgt jetzt weiterhin? Es ist ja jetzt klar, dass wir wieder Kausalität haben. Kausalität bedeutet immer, dass Operatoren an raumartig getrennten Punkten kommutieren. Und dieses A-Decker entsteht ja jetzt aus einem lokalen kausalen Feldoperator. Und wenn wir so ein lokalisiertes Wellenpaket haben, dann heißt es eben, dass wir hier ein Integral haben über diesen Feldoperator in einem Raumbereich und beim anderen haben wir Integral über O an einem ganz anderen Raumbereich. Und wenn wir lang genug zeitlich warten, dann sind diese Raumbereiche also raumartig getrennt. Dann müssen diese zwei A-Decker-Operatoren miteinander kommutieren wegen Kausalität. Und dann heißt es eben, dass diese zwei Teilchenpakete, die dadurch erzeugt werden, wirklich völlig unabhängig voneinander sind und dann so eine Zweiteilchen-Interpretation haben. Also AG1-Decker und AG2-Decker müssen kommutieren für hinreichend große bzw. kleine Zeiten und damit hat das Ganze die Interpretation von zwei unabhängigen Teilchen. So, das heißt, das ist wunderschön. Wir haben also mit unserer Konstruktion hier tatsächlich es erreicht, dass wir solche mehrteilchenartigen Zustände konstruieren können. Und im Grunde genommen könnte man damit sogar schon stoppen. Man könnte jetzt sagen, dass wir genau mit diesen Zuständen jetzt Streuungen beschreiben wollen. Das heißt, das wäre jetzt, sagen wir mal, ein Zustand, ein Anfangszustand für eine Streuung. Das heißt, zwei Wellenpakete, die für unendlich negative Zeiten sehr weit voneinander entfernt sind und die dann durch diese zwei A-Deckers beschrieben werden können. Aber ich will noch ein wieder Theorem aus der allgemeinen oder axiomatischen Quantenfeldtheorie hier einfach nennen, was das Ganze bestätigt und verstärkt und sozusagen noch in exakteren Rahmen einbettet. Es gibt also das folgende Theorem ohne Beweis. Das ist von Haag-Ruel, die sogenannte Haag-Ruel-Streutheorie.
basiert darauf und auch von HEP gibt es einen modernisierten Beweis dafür. Und später nehmen wir das sogenannte LSZ-Theorem durch. In dem LSZ-Theorem wurde genau das hier, was wir jetzt nennen, als Postulat gefordert. Das heißt, die zeitliche Reihenfolge war so, dass zuerst LSZ dieses Postulat gefordert haben, daraus das LSZ-Theorem hergeleitet haben und nachträglich wurde eben dieses Postulat bewiesen aufgrund von tieferliegenden Eigenschaften der Quantenfeldtheorie. Das ist also dieses Theorem. Das Theorem ist die Formalisierung von dem hier, nämlich es existieren jetzt tatsächlich Operatoren, die jetzt klein a genannt werden, klein a Decker in von P oder klein a Decker out von P für einlaufende oder auslaufende Teilchen mit der folgenden Eigenschaft, nämlich dass der Grenzwert Libes T gegen Minus oder Plus unendlich von diesem Groß A Decker G von T, der Limes ist jetzt dieses klein a. Und zwar gefaltet mit dem Wellenpaket dp Schlange, g Schlange von p mal dem klein a Decker, entweder in oder out von p. Das heißt, wenn ich t gegen minus unendlich mache, kriege ich dieses a in. Wenn ich t gegen plus unendlich mache, kriege ich a out. So, und der Witz ist, das Nicht-Triviale an dem Theorem ist, dass diese kleinen a's, die erfüllen jetzt Relationen, die freie Erzeuger und Vernichter auch erfüllen. Die erfüllen freie Erzeuger- und Vernichterrelationen. So, was sind freie Erzeugungs- und Vernichtungsrelationen? Das ist einmal A in von P und A in Decker von P' Kommutator ist gleich 2Pi hoch 3 mal 2Pi 0 mal einer dreidimensionalen Delta-Funktion von P minus P'. Genau die gleiche Vertauschungsrelation wie bei freien Erzeugern und Vernichtern. Und das ist höchst nicht trivial, weil wir ja für die großen A's haben wir keine Vertauschungsrelation gefordert. Die großen A's sind definiert über die großen Feldoperatoren, groß O, und deren Vertauschungsrelationen sind vollkommen unbekannt. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass die für raumartige Abstände kommutieren, aber sonst wissen wir nichts. Und das folgt aber aufgrund dieser Teilchenerzeugungsrelation, die wir uns gerade überlegt haben. Und das Zweite ist, wenn Sie den Kommutator betrachten zwischen dem Viererimpulsoperator PMU und einem so einem Erzeuger oder ja, einem Erzeuger A in oder out von P, dann gibt es eben den Eigenwert klein PMU mal diesem Erzeuger A in oder out von P. Das bedeutet, wenn Sie dieses A in Decker auf einen beliebigen Zustand anwenden, dann erhöht sich der Eigenwert vom Impulsoperator genau um den Wert klein p μ. Und das zeigt eben, dass dieses, egal auf welchen Zustand Sie es anwenden, das erzeugt immer zusätzlich zum bisherigen Zustand ein weiteres Teilchen mit dem Impuls p μ. Das ist genau die Interpretation von dieser Gleichung. Und das heißt insbesondere, dass wenn Sie das jetzt zweimal anwenden auf den Zustand und Sie wenden dann wieder den Impulsoperator an, dann hat sich der Gesamtimpuls um die Summe P1 μ plus P2 μ erhöht. Und das entspricht dieser Überlegung hier. Das heißt, wir können jetzt solche Zweiteilchenzustände erzeugen. Wenn wir die mit diesem kleinen A-Decker erzeugen, dann ist diese Wechselwirkungsenergie gleich 0. Die entsprechen also asymptotisch freien Teilchen, die sich unendlich weit entfernt haben. Und deswegen ist die Summe, die Gesamtenergie von einem Zweiteilchenzustand einfach die Summe der zwei Einzelenergien.
Das ist das, was hier drin steckt. Das ist also ziemlich nicht trivial. Also schreiben wir es auf. Das bedeutet, dass die Wechselwirkungsenergie gegen Null gegangen ist aufgrund der unendlich großen Entfernung. Gut. Das ist also eine wichtige Erkenntnis. Das heißt, es gibt tatsächlich in unserer Theorie, wenn es Einteilchenzustände gibt, unweigerlich auch solche Mehrteilchenzustände, die mindestens für Zeit gegen Plus oder Minus so eine Interpretation von quasi freien Teilchen haben, die sich unendlich weit voneinander entfernt haben. Und da gibt es aber jetzt zwei Sorten von Zuständen, nämlich einmal die In-Zustände, wo wir den Limes t gegen minus unendlich betrachtet haben. Das sind also Zustände, wo für unendlich große Vergangenheit waren die Teilchen unendlich weit voneinander entfernt. Und auf der anderen Seite gibt es die Out-Zustände, wo in der fernen Zukunft die Teilchen sich weit voneinander entfernen. Das sind verschiedene Arten von Zuständen. Die bilden letztlich zwei verschiedene Basen des Zustandsraums. Und die wollen wir nochmal ein bisschen gegenüberstellen. Wir haben also einmal die In-Zustände und einmal die Out-Zustände. Und die In-Zustände, das wären also zunächst mal Vakuum, das ist eindeutig. Dann gibt es freie Einteilchenzustände. Die Einteilchen, die nennt man dann Index In für diese In-Zustände. Die erhalte ich, indem ich so einen A-Decker-In von P auf das Vakuum anwende. Das kann ich ja jetzt machen. Und dann kommt ein Einteilchenzustand raus. Genauso bei den Out-Zuständen habe ich das Vakuum und ich habe dann einen auslaufenden Einteilchenzustand, indem ich dieses A-Out von P aufs Vakuum anwende. So, und für die Einteilchenzustände sind die Ergebnisse ehrlich gesagt noch gleich. Das ist ja klar, weil beides aus diesem Groß A herauskam und das Groß A hatte eigentlich diese Einteilchenzustände erzeugt. Das heißt, das sind die gleichen Einteilchenzustände, nur jetzt unterschiedlich gelabelt, vielleicht durch eine Phase miteinander verknüpft. So, aber jetzt wird es unterschiedlich, nämlich jetzt betrachten wir zwei Teilchenzustände. Zum Beispiel hier ein Zustand Teilchentyp A mit Impuls P1, Teilchentyp A mit Impuls P2 und so weiter. Einlaufend wäre jetzt definiert als Anwendung von A Decker in von P1, A Decker in von P2 und so weiter, angewendet aufs Vakuum. Und dieser Zustand hat jetzt die Interpretation, dass wir freie Teilchen haben mit Impulsen P1, P2 und so weiter und die sind unendlich weit voneinander entfernt in der unendlichen Vergangenheit. Da waren die getrennt. Und was die später machen, zum Beispiel in der Gegenwart oder in der Zukunft, ist irgendwas. Aber in unendlicher Vergangenheit waren die unendlich weit voneinander entfernt. Und dann gibt es eben diese Zustände, AP1, AP2, und so weiter, out, gegeben durch die entsprechenden out-Erzeuger. Angewendet aufs Vakuum. Und die haben natürlich die Interpretation, dass wir hier mehrere Teilchen haben mit diesen Impulsen. Und in der unendlichen Zukunft sind die unendlich weit voneinander entfernt. Aber was in der Gegenwart los ist oder in der Vergangenheit, wissen wir jetzt hier nicht. Das heißt, die sind hier asymptotisch frei für t gegen minus unendlich und die sind asymptotisch frei für t gegen plus unendlich. So, und jetzt vielleicht nur eine anschauliche Diskussion nochmal, weil man auch in der Vorlesung jetzt oder auch anderswo öfter mal diese Zustände nochmal benutzen wird. Nochmal zur Erinnerung,
wir benutzen ja normalerweise, und auch hier, das Heisenberg-Bild. Das Heisenberg-Bild in der Quantenmechanik ist ja das Bild, in dem die Zustände zeitunabhängig sind. Okay. Diese Zustände hier, die sind ebenfalls im Heisenberg-Bild, die sind also zeitunabhängige Zustände. Also alle Zustände sind immer im Heisenberg-Bild. Definiert. Das heißt, wenn wir einen solchen Heisenberg-Bild-Zustand Psi nehmen, dann beschreibt dieser Zustand nicht nur das System zu einem Zeitpunkt, sondern das beschreibt die gesamte zeitliche Geschichte des Systems mit einem einzigen Hilbertraumvektor. Es beschreibt also die gesamte Zeitentwicklung des Systems. Und ein guter Vergleich für diese Heisenberg-Bild-Zustände ist quasi eine Filmrolle. Stellen Sie sich vor, so ein Heisenberg-Bild-Zustand ist eben die gesamte Filmrolle. Die Filmrolle ist natürlich zeitunabhängig, aber die beschreibt eben die gesamte zeitliche Geschichte, die ganze Entwicklung des entsprechenden Films, des entsprechenden Systems. Also ein Heisenberg-Bild-Zustand ist wie eine Filmrolle. Und was wir jetzt hier gemacht haben, ist eben einen Heisenberg-Zustand zu definieren, der für t gegen minus unendlich eine bestimmte Eigenschaft hat. Das heißt, was wir hier gesagt haben, ist nicht, dass der Zustand zeitabhängig ist, sondern der Zustand ist gelabelt durch die Eigenschaft des Systems bei t gegen minus unendlich. Und dieser Zustand ist gelabelt durch die Eigenschaft des Systems bei t gegen plus unendlich. Also das heißt, hier ist jetzt aber... Diese Zustände sind charakterisiert durch das Verhalten des Systems bei t gegen minus unendlich im einen Fall. Und das wäre dann sozusagen, dass Sie die Filmrolle dadurch labeln oder einen Aufkleber draufkleben, der der ersten Szene des Films entspricht. Durch erste Szene des Films. Okay. Und die anderen Zustände sind charakterisiert durch die Eigenschaft des Systems bei t gegen minus unendlich, beziehungsweise bei t gegen minus unendlich. Und das wäre dann eben die letzte Szene des Films. Und das heißt, die Filmrolle ist eindeutig, aber welchen Aufkleber Sie draufkleben, entweder erste Szene oder letzte Szene, das bestimmt eben, wie Sie die Filmrollen dann in Ihre Bibliothek einordnen. Und genauso ist es hier. Das ist eine Basis des Hilbertraums durch Zustände mit charakteristischer Eigenschaft in der Vergangenheit. Andere Basis derselben Hilbertraums mit Zuständen mit charakteristischer Eigenschaft in der Zukunft. Und damit haben wir jetzt den Hilbertraum noch wesentlich besser verstanden als in der letzten Stunde. Damals sagten wir eben, es gibt Vakuum-Einteilchenzustände und irgendeinen Rest. Und diesen Rest haben wir jetzt genauer analysiert. Das ist der Rest. Nämlich diese Mehrteilchenzustände, die entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft quasi frei sind. Und damit können wir jetzt Streuungen beschreiben. So, diese Konstruktion von unserem effektiven Erzeugungsoperator brauchen wir natürlich noch. Dadurch ist es uns möglich, diese asymptotisch freien Zustände konstruktiv zu bekommen. Die Proposition hat ihren Sinn erfüllt, die hat zu diesem Lemma hier geführt. Und das hier brauchen wir ebenfalls noch, denn das besagt, dass wir hier diese Matrixelemente kennen zwischen Feldoperatoren und Einteilchenzuständen mit dem Wurzel Z.
und dass Eigenwerte von p² den Polen von Zweipunktfunktionen entsprechen. Das ist alles immer noch wichtig. Okay, dann besprechen wir jetzt das LSZ-Theorem. LSZ steht für drei Quantenfeldtheoretiker, Lehmann, Szymanczyk, Zimmermann. Und dieses LSZ-Theorem ist von 1954. Da haben die das aufgestellt. Der Lehmann ist uns ja schon begegnet im Zusammenhang mit der Kellen-Lehmann-Darstellung, die zu diesen Polstellen hier auch geführt hat. Der Zimmermann ist uns begegnet im Zusammenhang mit BPHZ, Bogoljubow, Tarasiuk, Zimmermann, Renormierungstheorem. Und der Szymanczyk ist auch ein Renormierungstheoretiker, der zum Beispiel auch was zur Renormierungsgruppe gemacht hat, was wir hier noch später besprechen werden. So, also was haben die gemacht? Wir betrachten jetzt eine Wechselwirkung, die eine Streuung ist, wie im elementarteilchen physikalischen Experiment. Das heißt, wir fangen an mit Teilchenkollisionen. Das heißt, wir haben hier ein Wellenpaket von Teilchen, ungefähr lokalisiert im Orts- und im Impulsraum. Das läuft ein, G1. Hier ein zweites Wellenpaket, ungefähr lokalisiert in Orts- und Impulsraum, läuft ein. Das heißt, diese Wellenpakete sind in der Vergangenheit unendlich weit separiert und laufen dann aufeinander zu und streuen. Dann nach der Streuung haben wir auslaufende Teilchen mit Wellenpaketen G1', G2' und so weiter, viele auslaufende Teilchen. Und die bewegen sich dann vom Ort der Streuung weg und in unendlicher Zukunft sind die unendlich weit voneinander entfernt. Was ist jetzt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass dieser Prozess so stattfindet? Quantenmechanisch ist die Frage ganz einfach beantwortet, nämlich es ist das Skalarprodukt zum Betragsquadrat zwischen dem Anfangs- und Endzustand. Also brauchen wir den Anfangszustand I, das ist unser Anfangszustand. Der ist also nichts anderes als ein Mehrteilchenzustand, wobei jedes Teilchen durch so ein Wellenpaket gegeben ist. Und ich schreibe es jetzt verkürzt so A, G1, A, G2, also Teilchentyp 1 mit Wellenpaket, Teilchentyp A mit Wellenpaket G1, Teilchentyp A, Wellenpaket G2 und so weiter bis hin zu A, Gm. Und das ist eben so ein In-Zustand, also ein Zustand, der das Charakteristikum hat, dass in der Vergangenheit die Teilchen unendlich weit entfernt waren. Den können wir dann bekommen durch Anwendung von diesen A-In-Dagger-Operatoren aufs Vakuum. Dann haben wir hier einen Endzustand F für Final State. Und das ist eben analog ein Endzustand mit Teilchentyp A, Wellenpaket G1' bis hin zu Teilchentyp A, Wellenpaket Gn' und N und M müssen nicht gleich sein. Wir haben also unterschiedlich viele Teilchen am Anfang und am Ende. Und das ist eben so ein Out-Zustand, der bedeutet, dass die Teilchen in der Zukunft unendlich weit voneinander entfernt sind. So, dann haben wir genau unsere Anfangs- und Endzustände für unseren Prozess definiert. Und was wir ausrechnen wollen, ist das Skalarprodukt zwischen den zwei Zuständen. Das ist dann die Übergangswahrscheinlichkeitsamplitude. Das ist das S-Matrix-Element und das bezeichnet man als S mit Index Fi. Für Final State, Initial State. Und das ist genau dieses einfache Matrix-Element zwischen den zwei definierten Zuständen. Nichts leichter als das. So, ganz normale quantenmechanische Übergangsamplitude also. Und um es nochmal explizit aufzuschreiben, das ist also hier dann dieser Out-Zustand. Ich lasse mal die Teilchentypen weg, weil die sind immer gleich. Schreiben wir es einfach so
auslaufender Zustand mit Wellenpaket G1' bis hin zu Wellenpaket Gn' und einlaufender Zustand mit Wellenpaket G1 bis hin zu Wellenpaket Gn. Und das ist ein In-Zustand und das ist ein Out-Zustand. Das ist die Definition der S-Matrix in der allgemeinen Quantenfeldtheorie. Das heißt, das ist jetzt ganz sauber definiert, unabhängig von Feynman-Diagrammen und unabhängig von der Störungstheorie und auch momentan unabhängig von Green-Funktionen. Und was wir jetzt machen wollen, ist das auszurechnen. Und ausrechnen heißt, dass wir es auf Green-Funktionen zurückführen, denn die Green-Funktionen können wir eben mit Feynman-Diagrammen ausrechnen. Hier nochmal, damit das hier vollständig steht, diese Wellenpaketzustände GI in bzw. out, die sind eben immer definiert als dieses Wellenpaketintegral dp Schlange Integralmaß zur Masse ma Quadrat mit dem Erzeugungsoperator a in oder a out Decker von p mal der Wellenpaketfunktion GI Schlange von P. Und dann können wir das S-Matrix-Element auch ein bisschen anders schreiben, nämlich indem wir jetzt diese Faltungen einsetzen. Und dann kriegen wir S-Matrix-Elemente für Impulseigenzustände. Das ist das, was man häufiger sieht. Und ja, dann SSI, dieses Matrix-Element, ist gleich. Dann kriegen wir eben für jedes Wellenpaket hier ein Faltungsintegral. Das heißt, wir haben Faltungsintegrale, Integral dp1 Schlange Strich bis hin zu dpn Schlange Strich für die auslaufenden Wellenpakete und dann dp1 Schlange bis hin zu dpm Schlange für die einlaufenden Wellenpakete und dann haben wir G1 Strich Stern Schlange von P1 Strich. Das ist das gesternte Wellenpaket zu dem ersten auslaufenden Zustand, G Schlange Strich Stern, bis hin zu GN Schlange Strich Stern von PN Strich und dann die einlaufenden Wellenpakete, G1 Schlange von P1 bis hin zu GM Schlange von PM. Und das Ganze wird dann multipliziert mit den Impulseigenzuständen. Und dann haben wir also hier multipliziert mit dem Out-Zustand für die Impulse P1' bis hin zu PN', multipliziert mit P1 bis PM. In. Und dann sehen Sie also das S-Matrix-Element für die Wellenpakete. Das zerfällt eben in so ein Faltungsintegral über die ganzen Wellenpakete, multipliziert mit einem Skalarprodukt für Impulseigenzustände bezüglich Out- oder In-Zuständen. Und das sind natürlich die eigentlich interessanten Objekte, S-Matrix-Elemente für Impulseigenzustände. Das heißt, das hier ist das eigentlich Interessante. Allerdings hatten wir ja von vornherein gesagt, dass die Wellenpakete nötig sind, damit wir überhaupt diesen Limes für unendlich große Entfernung in der Vergangenheit oder in der Zukunft realisieren können. Das heißt, physikalisch macht das an sich keinen Sinn. Das ergibt physikalisch und mathematisch erst dann Sinn, wenn man das mit solchen Wellenpaketen faltet. Trotzdem kann ich das erstmal alleine ausrechnen. Das ist dann sozusagen der physikalisch interessante Kern der Wechselwirkung, aber echte messbare Größen würde ich dann durch Faltungen erhalten. Also aber Wellenpakete sind nötig für eine sinnvolle physikalische Interpretation und auch mathematisch brauchen wir die Wellenpakete, damit die Integrale konvergieren.
Ja. So, dann, nachdem das S-Matrix-Element jetzt definiert ist, müssen wir es ausrechnen. Und die Rechnung ist eben letzten Endes dieses sogenannte LSZ-Theorem. Das heißt, das ist eine Rechnung, die aus ziemlich vielen einzelnen Schritten besteht. Die will ich jetzt alle systematisch der Reihe nach ohne Unterbrechung aufschreiben. Deswegen wische ich erstmal alles hier weg. Bevor ich aber den Rest wegwische, gebe ich Ihnen schon mal zu denken. Denn was ist die Berechnungsstrategie? Die Strategie der Rechnung ist klar, denn wir haben ja jetzt hier das zu berechnen. Was ist das? Das ist also ein Matrixelement von Zuständen, wo solche A-Decker oder A-Operatoren auftauchen. Das heißt, wir haben letztlich irgendein kompliziertes Matrixelement von vielen solcher A-Decker-Operatoren. Was machen wir also, wenn wir so letztlich irgendwas an A-Decker in oder out, dann formen wir das um. Das heißt, als erstes Mal machen wir aus diesem kleinen a diese Asymptoten-Limes-Beziehung, die wir hatten, das also genau das hier, klein a erhalten wird als Limes von dem Groß A. Limes von dem Groß A-Decker von P. Und das Groß A-Decker ist aber letztlich ein kompliziertes Integral über die Feldoperatoren O von X oder O-Decker von X. Das heißt, was wir am Ende bekommen, sind Matrixelemente von ganz normalen Feldoperatoren und das sind Wien-Funktionen. Das heißt, wenn wir diese Schritte hier sauber durchführen, dann landen wir am Ende dabei, dass dieses Matrixelement gegeben ist durch Erwartungswerte von Feldoperatoren, also durch Wien-Funktionen. Und dabei treten natürlich allerlei Vorfaktoren und viele Integrale auf, die wir alle sauber mitnehmen müssen. Und dann kriegen wir eben die genaue Aussage. Das heißt, wir machen noch eine technische Voraussetzung an das S-Matrix-Element, nämlich wir setzen voraus, dass hier in diesen Zuständen alle Impulse von allen Teilchen verschieden voneinander sind. Dass es nicht zwei Teilchen gibt mit demselben Impuls, dann würde das nämlich bedeuten, dass eins der vielen Teilchen einfach komplett unbeeinflusst an allen anderen vorbeiläuft und sich nichts ändert. Das heißt, es würde nicht an der Streuung teilnehmen. Das ist ein uninteressanter Fall. Deswegen schließen wir das aus. Also wir sagen, alle Impulse müssen verschieden sein. Das heißt, alle Teilchen nehmen an der Streuung teil. So, die Strategie hatte ich Ihnen genannt. Und dann legen wir mal los. Der Start der Rechnung. Und der Start ist etwas allgemeiner als das, was wir letztlich brauchen. Und zwar schauen wir mal Folgendes an. Wir haben eben also hier so einen Endzustand F, der sowas ist, wie drüben definiert. Dann haben wir hier aber ein zeitgeordnetes Produkt von irgendwelchen Operatoren. Und dann haben wir unseren Anfangszustand I. Das heißt, wir haben das verallgemeinert. Und hier in dieser runden Klammer, da kann also ein beliebiges Produkt von O oder O-Decker drin auftauchen. Das heißt, wir haben ein Matrixelement zwischen Zuständen mit asymptotisch freien Teilchen von einem T-Produkt von beliebig vielen Feldoperatoren. So, und das können wir jetzt endlich mal ausrechnen. Es geht los. Das Erste, was wir machen, ist, wir ziehen aus dem Endzustand oder aus dem Anfangszustand
ein Teilchen mal konkret heraus. Das heißt, wir schreiben das als F, T-Produkt, dann hier ein Teilchen wird rausgezogen, A Decker zum Wellenpaket G, in, angewendet auf den verbleibenden Anfangszustand I'. Okay. Das heißt, wir nehmen irgendeins heraus, sagen wir mal A, I1. Das erste Teilchen nehmen wir heraus und dann ist eben der Zustand I' ist der mit den restlichen Anfangsteilchen. So kann das ja geschrieben werden. So. Das ist also immer noch unser Startausdruck. Und was ist jetzt das Erste, was wir machen? Das Erste, was wir machen, ist ein Trick. Das ist der erste Trick, Trick 1. Und dieser Trick 1 beruht darauf, dass wir hier die Voraussetzung gemacht haben, dass alle Teilchen an der Streuung teilnehmen. Das heißt, wir können das folgendermaßen umschreiben. Wir schreiben das Ganze erstmal ab. A Decker, G1, in, I'. Und jetzt addieren wir 0 hinzu, nämlich minus F A Decker out, G1, dann das T-Produkt und dann der Zustand I'. Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben hier einfach hinzugefügt einen Term, wo dieser Out-Erzeuger ganz links steht, links vom T-Produkt. Und dann trifft also dieses A-Decker-Out hier auf den Endzustand F. Wenn man es rumdreht, heißt das nichts anderes als das A ohne Decker trifft auf den Endzustand F und annihiliert ein Teilchen mit dem Wellenpaket G1. Aber nach Voraussetzung gibt es in dem Zustand kein Teilchen mit Impuls G1, weil wir alle Impulse verschieden sein sollen. Das heißt, wenn das hier als Vernichter darauf trifft, gibt es 0. Deswegen ist es 0. Das hier ist gleich 0 nach Voraussetzung. Das wäre dann ungleich 0, wenn im Endzustand ein Teilchen mit einem Impuls wäre, der einen Überlapp hat mit diesem Wellenpaket G1. Und das gibt es aber nicht. Also haben wir einfach 0 dazu gezählt, aber jetzt haben wir so eine symmetrische Struktur, nämlich T-Produkt taucht überall auf und dann einmal der In-Erzeuger rechts oder der Out-Erzeuger links. Schön. Und das können wir jetzt umschreiben, denn wir haben ja gesehen, dass wir die In- und Out-Erzeuger als Limites schreiben können von dem Groß A. Die waren der Limes vom Groß A. Hier nochmal unsere Strategie. Die schreiben wir also als Limes von Groß A. Und zwar, das hier ist der Limes von Groß A für T gegen Minus unendlich. Limes für T gegen Minus unendlich. Hier kommt noch was. Und dann hier das Matrixelement F, T-Produkt. Mit den ganzen Operatoren und im T-Produkt haben wir jetzt innen drin den Erzeuger Groß A Decker von G1 zur Zeit T. Und hier der Zustand I'. So, jetzt erstmal Limes T gegen Minus unendlich von diesem Ausdruck. Wenn T gegen Minus unendlich passiert, dann ist in dieser Zeitordnung irgendwann das T so klein, dass es kleiner ist als alle anderen Zeiten hier drin. Das heißt, es steht ganz rechts im T-Produkt und dann haben wir genau diesen Ausdruck hier im Limes. Das geht gegen das. Andererseits minus Limes für T gegen plus unendlich. Was passiert im Limes T gegen plus unendlich? Dann wird irgendwann dieses T so groß, dass es größer ist als alle anderen Zeiten hier in der Zeitordnung. Das heißt, das Groß A Decker rutscht ganz nach links. Und dann im Limes wird es zu klein A Decker. Das heißt, das liefert genau das hier. Mit dem Out-Erzeuger, der ganz links steht. Links vom T-Produkt. Das heißt, die beiden Limites reproduzieren einmal das und einmal das. Und dafür habe ich das hier ins T-Produkt reingeschrieben, dass wir diese beiden verschiedenen Sortierungen der Operatoren reproduzieren können. Damit haben wir also eine wunderschöne, butterweiche Struktur bekommen von unserem Groß-A-Decker. Das war also sozusagen dieser Asymptoten-Limes oder das LSZ-Postulat oder dieses Haag-Rühle-Theorem, was ich erwähnt hatte. Dann der nächste Schritt,
ist wieder ein simpler Trick, Trick 2, nämlich so eine Differenz von zwei Limites. Wie kann ich das mathematisch schreiben nach dem Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung? Das ist einfach ein Integral. Hier, das ist minus das Integral von minus unendlich bis plus unendlich über dt von der Zeitableitung von dem ganzen Rest. Das hier liefert ja das, was hier jetzt kommt, ausgewertet einmal an der Grenze t gleich plus unendlich. Das ist dieser Limes. Minus ausgewertet an der Grenze t gleich minus unendlich. Das ist dieser Limes. Das heißt, ich muss jetzt hier einfach das reinschreiben. Also Zeitableitung von diesem ganzen Ausdruck f t-Produkt von allem bis hin zu a groß a g1 Decker von t i Strich. Gut. Und jetzt können wir endlich die Definition einsetzen. Dafür brauchen wir natürlich wieder Platz. So, wir setzen die Definition ein von diesem Groß A. Die Definition ist das im Kasten. Wenn wir das einsetzen, wird das Ganze natürlich ziemlich länglich. Wir können mal alles nach vorne ziehen, also erstmal Minus, dann hier i geteilt durch Wurzel geschwungen z von hier. Dann haben wir ein Zeitintegral und ein d3x-Integral, gibt zusammen ein d4x-Integral. Dann kommt immer noch diese Zeitableitung hier, d0, von dem ganzen Rest. Und der ganze Rest ist jetzt dieses O-Decker und so weiter mit diesem D0 nach rechts und links mal dem Wellenpaket eingesetzt hier in das Matrixelement. Gibt also, das Matrixelement betrifft ja nur dieses O, also haben wir Matrixelement F, dann T-Produkt, Pünktchen, Pünktchen und anstatt A-Decker steht jetzt hier O-Decker, O-Decker von X im Matrixelement. Dann der Zustand I'. So, das ist also zu O-Decker geworden und alles andere ist zahlenwertig, das kann ich aus dem Matrixelement herausziehen. Gibt dann D0 nach rechts und links mal dieser Wellenfunktion g von x im Ortsraum. Das ist der Ausdruck. Da haben wir jetzt unseren Operator A-Decker konkret eingesetzt. Das war der letzte Schritt, den wir da wollten. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich schon unser gewünschtes Matrixelement zurückgeführt auf Erwartungswerte von O's, also Green-Funktionen, aber es ist trotzdem noch relativ unhandlich. Das heißt, wir machen noch ein paar weitere Umformungen, um diese ganzen Verzierungen hier etwas zu verschönern. Was kann man da machen? Erstmal hier minus i gibt 1 durch i mal Wurzel geschwungen z. Dann Integral d4x. So, und jetzt überlegen wir mal. Wir haben Zeitableitung vom Produkt. Und im Produkt haben wir dieses d0 nach rechts und links. Das war ja so definiert. Einmal d0 wirkt nach rechts mit plus, minus d0 nach links. Dann kriegen wir insgesamt von der Produktregel 4 Terme, nämlich das wirkt auf G und das wirkt auf G oder das wirkt auf das Matrixelement und das wirkt auf G oder beides wirkt auf das linke Matrixelement oder das hier wirkt auf G und das wirkt auf das Matrixelement. Das sind 4 Terme und 2 von den 4 Termen fallen weg, nämlich die gemischten Terme fallen weg. Der gemischte Term ist einmal D0 wirkt nach rechts mit Plus und dieses D0 wirkt hier drauf mit Plus. Gibt gemischte Ableitungen mit Plus oder D0 wirkt mit Minus auf das hier und das D0 wirkt mit Plus auf das, gibt auch denselben gemischten Term mit Minus. Das heißt, die gemischten Terme fallen weg. Und was übrig bleibt, sind die ungemischten Terme, also dieses selbe Matrixelement hier. Und dann gibt es einmal mit Plus die zweite Ableitung, D0 Quadrat, wirkend nach rechts, Minus
Die zweite Ableitung, D0-Quadrat, wirkt nach links. Das bedeutet, das wirkt hier auf dieses Matrix-Element. Und das andere wirkt auf D. Also das hier wirkt auf das und das hier wirkt auf das. Mit Minus. Das sind also aus der Produktregel bleiben nur zwei Terme übrig. Und die nächsten Terme fallen weg. So, jetzt eine nächste Umformung. Was wissen wir über das G, dass er ein Wellenpaket für einen einteiligen Zustand zur Ruhemasse ma Quadrat? Was erfüllt so ein Wellenpaket im Ortsraum für einen einteiligen Zustand mit der Ruhemasse ma Quadrat? Das erfüllt die Klein-Gordon-Gleichung, haben wir da auch das letzte Mal bewiesen. Das heißt, wir wissen, also schreiben wir mal hin, Klein-Gordon-Gleichung, Box plus ma Quadrat, angewendet auf dieses g von x, das ist gleich 0. Weil das g von x war ja einfach ein Fourier-Integral mit der e-Funktion, wo die Energie durch diese Energieimpulsbeziehung zur Masse ma gegeben war. Also das heißt, das erfüllt diese Gleichung. Und jetzt wirkt ja hier d0 Quadrat auf g. Dieses Box hier ist d0 Quadrat minus Laplace. Also heißt das, dieses d0 Quadrat können wir ersetzen durch Laplace und die Masse. Das heißt, das ist gleich, wenn es auf g wirkt, das gleiche wie Laplace minus ma Quadrat wegen der Klein-Gordon-Gleichung. Das heißt, als nächstes wirkt jetzt hier Laplace-Operator, räumliche Ableitung auf die Wellenfunktion g, und die Zeitableitung wirkt nach links auf dieses Matrix-Element, auf die Green-Funktion. Was können wir jetzt noch umformen? Jetzt können wir partiell integrieren, nämlich wir haben ein d4x-Integral und hier haben wir eine räumliche Ableitung, und die räumliche Ableitung wirkt auf ein Wellenpaket, was räumlich lokalisiert ist, das heißt im räumlich Unendlichen verschwindet das Wellenpaket aus normierbar, werden sogar Testfunktionen verlangt, das heißt, es ist im Unendlichen komplett Null. Das heißt, wenn wir die räumliche Ableitung partiell integrieren, gibt es keine Oberflächenterme, weil das verschwindet im Unendlichen. Das heißt, wir können einfach das überwälzen und danach wirkt dieses Laplace nicht mehr auf G, sondern auf diese Green-Funktion. Zweimal partiell integriert gibt Minus mal Minus gibt Plus, das heißt, das wirkt dann mit Plus nach links, und dann haben wir hier Plus Laplace nach links minus D0-Quadrat nach links. Das ist insgesamt minus der D'Alembert-Operator, der nach links hier auf dieses Matrix-Element wirkt. So schreiben wir das alles auf. Räumlich partiell integrieren. Keine Oberflächenterme. Da g von x gegen 0 räumlich, aber zeitlich natürlich nicht, weil das Teilchen nicht verschwinden kann für Zeit gegen Minus unendlich. Das heißt, zeitlich partiell integrieren könnte man nicht ohne Oberflächenterme. Aber räumlich geht. So, dann machen wir das also. 1 geteilt durch i mal Wurzel geschwungen z mal d4x. Und dann haben wir hier das Matrix-Element, diesen ganzen Inhalt. Und dann verbleibt hier der D'Alembert-Operator minus D'Alembert nach links wirkend minus ma Quadrat von hier. Und das Ganze multipliziert mit dem Wellenpaket g von x. So, machen wir hier weiter. Ist gleich. Das Ganze kann man jetzt einmal noch optisch umschreiben, optisch verschönern. Und zwar schreiben wir Integral dp Schlange 1 für Teilchen 1 mal dem Wellenpaket g Schlange von p1. Das heißt, ich ziehe jetzt das Wellenpaket im Ortsraum auseinander, schreibe ich als dieses Fourier-Integral mit der Wellenpaketfunktion
Da kommt dann später noch die E-Funktion E hoch minus IPX, aber das merken wir uns. Dann kommt hier das Ortsintegral D4X1, wie nenne ich das jetzt, wegen Teilchen 1. Dann schreibe ich die E-Funktion auf, E hoch minus I mal P1 mal X1 von dieser Fourier-Transformation. Dann schreibe ich jetzt den D'Alembert-Operator minus D'Alembert minus MA² insgesamt dividiert durch I mal Wurzelgeschwungen Z. Das fasse ich alles zusammen. Und das wirkt jetzt nach rechts, multipliziert, beziehungsweise der Ableitungsoperator wirkt auf das Matrixelement. Und das Matrixelement, wenn ich es komplett aufschreibe, ist F, Endzustand, mal T-Produkt von allem, was sonst noch da stand, mal O-Decker von X1 und dann der verbleibende Anfangszustand I. Das ist unser Endergebnis. Das ist die LSZ-Rechnung. Das heißt, wenn wir nochmal schauen, dann haben wir jetzt erreicht, was wir wollten, nämlich wir haben ein Matrixelement am Anfang gehabt mit Anfangs- und Endzuständen, die durch asymptotisch freie Teilchen gegeben waren. Dazwischen irgendein beliebiges T-Produkt. Am Ende haben wir jetzt ein Teilchen, eins aus dem Anfangszustand entfernt und wir haben nur noch ein Matrixelement mit einem Teilchen weniger im Anfangszustand, I'. Und stattdessen haben wir im T-Produkt einen Feldoperator zusätzlich bekommen, nämlich O-Decker von X1. Das entspricht unserer Strategie, die wir am Anfang haben wollten. Hier. Letztlich aus dem Teilchen ist ein O-Decker geworden. Und ich sagte Ihnen, wir müssen eben genau schauen, was für zusätzliche Faktoren auftauchen und das ist das Ergebnis. Wir kriegen also einen kleinen Gordon-Operator zur Masse MA², der genau auf dieses Matrixelement hier wirkt. Das heißt, wir kriegen eine Ableitung von dieser Green-Funktion, normiert mit I mal 1 durch Wurzel Z. Dann haben wir hier eine Fourier-Transformation über den vierdimensionalen Raum, gegeben zum Impuls P1 und dann noch eine Faltung über das Wellenpaket. Das ist ein Schritt, wo man ein Teilchen aus dem ganzen Matrixelement durch einen Feldoperator ersetzt. Und jetzt müssen wir den ganzen Schritt wiederholen für jedes Teilchen aus dem Anfangszustand und jedes Teilchen aus dem Endzustand. Und dann kriegen wir natürlich nach n plus m Schritten für jedes Teilchen hier einen Feldoperator im T-Produkt und am Ende haben wir hier nur noch Vakuumzustände. Das heißt, wir kriegen eine Green-Funktion mit so vielen Operatoren, wie wir äußere Teilchen haben. Und diese Struktur wiederholt sich eben für jedes Teilchen. Das heißt, ohne weitere Rechnung können wir jetzt direkt durch Analogieschluss aufschreiben, was das absolute Endergebnis ist. Also analog für alle ein- und auslaufenden Teilchen. Und hier das Out-Zustand mit den Wellenpaketen G1' bis hin zu Gn' und einlaufende Teilchen mit Wellenpaket G1 bis Gm in. Das Ergebnis liefert erstmal für jedes Teilchen ein Wellenpaketintegral, genau wie da drüben. Also schreibe ich für jedes Teilchen ein Wellenpaketintegral hin, dp1-Schlange mal g1-Schlange von p1. Für jedes Anfangsteilchen machen wir das bis hin zu dpm-Schlange, g-Schlange m von pm. Dann für jedes auslaufende Teilchen ein Wellenpaketintegral, dp1-Schlange-Strich, g1-Schlange-Stern. Das ist gesternt, weil die auslaufenden Teilchen ja im adjungierten Matrixzustand sind. g1-Schlange-Stern von p1' bis hin zu demselben für dpn-Strich. Schlange, G-Schlange, Strich, Stern von PN'
Strich. So, für jedes Teilchen ein Wellenpaket in Betracht. Dann für jedes Teilchen eine Fourier-Transformation, genau wie da drüben. Also für jedes einlaufende Teilchen eine Fourier-Transformation, dx41, e hoch minus i p1x1, bis hin zu d4xm, e hoch minus i pmxm. So für jedes einlaufende Teilchen eine Fourier-Transformation. Für jedes auslaufende Teilchen passiert das Analoge, aber für die auslaufenden Teilchen ist natürlich alles gesternt, okay, weil die sind ja adjugiert. Das heißt, für die auslaufenden Teilchen kriegen wir, ich nenne die Variablen y, d4y1 mal e hoch plus i p1-y1. Okay, also hier ein Plus in der Fourier-Transformation, weil das gesternt ist. Und das gleiche für jedes auslaufende Teilchen. d4yn e hoch plus i pn-yn. Also für jedes auslaufende Teilchen eine Fourier-Transformation mit dem umgekehrten Vorzeichen. Dann für jedes einlaufende Teilchen einen kleinen Gordon-Operator zur entsprechenden Masse, multipliziert minus D'Alembert minus ma² dividiert durch die Normierung i mal Wurzel z. Und dieser D'Alembert-Operator wirkt jetzt auf die Variable x1, die danach noch kommt. Das gleiche für jedes einlaufende Teilchen, also bis hin zu minus Box bezüglich xm minus ma² geteilt durch i mal Wurzel geschwungen z. Und für die auslaufenden Teilchen passiert das Gleiche, bloß dass alles gesternt ist, aber hier gibt es nichts zu sternen, da passiert nichts. Das heißt, wir bekommen dann für die auslaufenden Teilchen minus D'Alembert bezüglich y1 minus ma² geteilt durch i mal Wurzel geschwungen z bis hin zu minus D'Alembert bezüglich yn ma² i Wurzel z. Also für jedes Teilchen einen kleinen Gordon-Operator. Und dann die Green'sche Funktion. Diese Operatoren wirken jetzt auf die folgende Funktion. Wir haben jetzt für jedes Teilchen den LSZ-Rechenschritt durchgeführt. Das heißt, im Anfangs- und Endzustand gibt es jetzt nur noch Vakuum. Wir haben also hier Vakuum. Und dann das T-Produkt. Und jetzt steht innen im T-Produkt genau für jedes Teilchen der entsprechende Feldoperator. Das heißt, für die einlaufenden Teilchen haben wir O Decker von x1 bis hin zu O Decker von xm. Und für die auslaufenden Teilchen haben wir das gedeckerte O ohne Decker, also von y1 bis O ohne Decker von yn, Zeitordnung zu und Vakuum. Das ist das Ergebnis. Das ist also unser LSZ-Theorem für die Relation zwischen einem beliebigen S-Matrix-Element für asymptotisch freie Zustände und Green'schen Funktionen. Wir wissen also jetzt, welche Green'sche Funktion wir brauchen. Nämlich, wir müssen einen Feldoperator wählen, der nicht verschwindendes Matrix-Element mit diesem Einteilchenzustand hat. Dann brauchen wir eben O-Decker für die einlaufenden, O ohne Decker für die auslaufenden Zustände, müssen die ganzen kleinen Gordon-Ableitungen ausführen, Fourier transformieren, mit Wellenpaketen falten und dann haben wir das Endergebnis. Und diese letzte Zeile hier, die ist eben wie gesagt eine Green-Funktion, die können wir mal bezeichnen, ähnlich wie unsere frühere Notation, die hat ja jetzt hier gedeckerte und ungedeckerte Felder. Um das zu unterscheiden, bezeichne ich das mal als G n plus m, also m gedeckerte Felder, n ungedeckerte Felder mit den Argumenten x1 bis hin zu yn. Diese Grünfunktion. So, und jetzt steht hoffentlich oben drüber noch die Originaldefinition der S-Matrix, wunderbar. Die Originaldefinition der S-Matrix ist genau unser Matrix-Element mit den Wellenpaketzuständen und das haben wir jetzt auch ausgerechnet.
Aber ich sagte ja damals schon, die Wellenpakete sind zwar notwendig für die Rechnung, zum Beispiel war ja wegen Wellenpaket die partielle Integration möglich. Aber physikalisch interessant ist eigentlich das Ergebnis für Impulseigenzustände. Das heißt, wir hatten vorhergesehen, dass man das S-Matrix-Element schreiben kann als ein Faltungsintegral über alle Wellenpakete, multipliziert mit formalen S-Matrix-Elementen für Impulseigenzustände. Und unsere Rechnung hat genau das gezeigt. Nämlich die erste Zeile hier ist genau dieses Faltungsintegral, was auch oben steht. Das heißt, die ganzen weiteren drei Zeilen entsprechen diesem formalen S-Matrix-Element für Impulseigenzustände. Und das ist natürlich das physikalisch Interessante. Das heißt, das sollten wir gesondert aufschreiben. Und das ist dann das Ergebnis, was man sich auch merken sollte. Ohne Wellenpakete haben wir dann ein eindeutiges Ergebnis, nämlich out dann P1' bis hin zu Pn' und P1 bis hin zu Pm ist gleich. Ja, und das Ganze können wir jetzt eben auch im Impulsraum schreiben, denn die letzten drei Zeilen sind jetzt so, dass wir hier erstmal ein Fourier-Integral haben. Das heißt, das liefert einfach die Fourier-transformierte Green-Funktion. Und unter Fourier-Transformation wird natürlich aus dem Ableitungsoperator minus i mal dem einlaufenden Impuls. Und D'Alembert wird zu minus p Quadrat. Minus D'Alembert wird zu plus p Quadrat. Also kriegen wir was Einfacheres, nämlich wir kriegen, die erste Zeile gibt es nicht mehr, die ist ausgeführt, ausintegriert und die zweite Zeile ist dann jetzt folgendes, nämlich P1 Quadrat minus MA Quadrat, wie gesagt, minus Box wird zu plus P Quadrat, dividiert durch I mal Wurzel Z. Dann bis hin zu PM Quadrat minus MA Quadrat dividiert durch I mal Wurzel Z für die einlaufenden Impulse. Dann für die auslaufenden analog P1' Quadrat minus MA Quadrat geteilt durch I mal Wurzel Z bis hin zu Pn' Quadrat minus MA Quadrat geteilt durch I mal Wurzel Z. Das sind die kleinen Gordon-Operatoren im Impulsraum. Dann multipliziert mit der Fourier-transformierten Green-Funktion. Ganz einfach. Das heißt, multipliziert mit diesem G-Schlange m plus n. Und die Fourier-Transformation liefert folgende Vorzeichen, die sind jetzt unterschiedlich. Nämlich für die einlaufenden Teilchen ist die Fourier-Transformation mit dem normalen Vorzeichen definiert, wie wir es früher hatten. Das heißt, die Impulse P1 bis Pm, das sind einlaufende Impulse in die Green-Funktion hinein. Dagegen für die auslaufenden Teilchen, magischerweise, kommt es genau so raus, dass dieses P1 jetzt hier mit Minus eingeht. Das heißt, P1' ist ein auslaufender Impuls aus der Green-Funktion heraus, bis hin zu Minus Pn'. So, das heißt, also die Fourier-transformierte Green-Funktion mit diesen Impulsen, die der anschaulichen Kinematik des Prozesses entsprechen. Und dann hatten wir ja die Fourier-transformierte immer definiert bis auf eine impulserhaltende Delta-Funktion, 2π hoch 4 mal Delta hoch 4 von P1 plus und so weiter bis plus Pm minus P1 Strich minus und so weiter bis minus Pn Strich. Das Ganze ist die Fourier-Transformation einer Green-Funktion. Okay. So sieht das noch ein bisschen übersichtlicher aus. Das heißt, im Impulsraum haben wir ein Ergebnis für unser S-Matrix-Element für Impulseigenzustände. Man nehme die passende Green-Funktion mit den entsprechenden ein- und auslaufenden Feldern, die zu den einteiligen Zuständen korrespondieren. Für jedes ein- und auslaufende Teilchen halt eine äußere Linie mit einlaufenden Impulsen, die den einlaufenden Teilchen entsprechen, auslaufende Impulse, die den auslaufenden Teilchen entsprechen, im Impulsraum und dann multipliziert mit diesen quasi inversen Operatoren für alle äußeren Teilchen. So, jetzt vielleicht nur einige technische Worte dazu. Hierbei ist es ja so,
Im Ortsraum musste ich zuerst die Ableitung ausführen und dann das Integral bestimmen. Hier ist das jetzt undefiniert, in welcher Reihenfolge ich das machen muss. Das heißt, damit das Ergebnis der linken Seite entspricht, muss ich zunächst mal die Impulse pi Quadrat und pi Strich Quadrat muss ich ungleich der Ruhemasse der Teilchen wählen. Dann sind die Zähler hier ungleich 0 und die Fourier-Transformation für die Green-Funktion ist definiert und es kommt irgendwas heraus. Aber dann beim Auswerten muss man dann den Limes machen, pi Quadrat und pi Strich Quadrat, alle konvergieren gegen die Ruhemasse ma Quadrat, denn das muss ja letztlich für die physikalischen Teilchen gelten und die Ruhemasse der Teilchen ist ja nun mal ma Quadrat. Das heißt, ultimativ muss diese Energieimpulsbeziehung gelten. Aber das heißt, ich muss das als Limes ausführen und in diesem Limes muss Folgendes passieren. Es passiert selbstverständlich, dass der Zähler hier überall gegen 0 geht. Wenn aber hier was rauskommen soll, was nicht 0 ist, heißt das, dass diese Green-Funktion singulär ist in diesem Limes. Das heißt, die hat Polstellen für pi Quadrat gegen ma Quadrat. Genau wie der freie Propagator, wie der volle Propagator vom letzten Mal. Hat auch diese Green-Funktion offensichtlich Pole. Und es muss dann so ausgewertet werden, dass man zunächst mal die Impulse off-shell hält. Dann ist das ungleich 0 und das hier hat keinen Pol. Und dann bildet man den Limes und im Limes geht das gegen 0 und das gegen unendlich und was rauskommt, ist halt das Residuum von dieser Polstelle. Und das ist offensichtlich das S-Matrix-Element. Das ist genau das, was wir hergeleitet haben. Also Beitrag ungleich 0 nur, falls dieses G-Schlange M plus N eine Polstelle hat. Für pi Quadrat und pi Strich Quadrat gegen ma Quadrat. Das ist äquivalent dazu, dass, wenn Sie im Ortsraum rechnen, der Klein-Gordon-Operator Box plus ma Quadrat auf die Green-Funktion im Ortsraum, das muss halt auch ungleich 0 sein. Das heißt, die erfüllt nicht die Klein-Gordon-Gleichung, sondern liefert hier etwas ungleich 0. Und das, der Beitrag, also ungleich 0, nur falls das eine Polstelle hat. Und die S-Matrix entspricht dann dem Residuum an dieser Polstelle. Und so gesehen ist es ein bisschen ähnlich wie das letzte Mal beim Propagator. Da hatten wir eben gesehen, dass der Pol des Propagators genau bei der physikalischen Masse eines einteiligen Zustandes liegt. Da war die Polstelle physikalisch relevant. Hier sehen wir jetzt, so eine beliebig komplizierte Green-Funktion muss also offensichtlich genau auch eine Polstelle haben beim selben Wert für die Impulse. Und das Residuum ist dann interessant, nämlich das Residuum liefert uns diese S-Matrix-Elemente. Das ist das LSZ-Theorem und damit haben wir das bewiesen. Und wir können das nächste Mal das noch ein bisschen verallgemeinern oder interpretieren und die Gleichungen noch ein bisschen umschreiben und grafisch darstellen und so, damit man ein Gefühl für dieses relativ komplizierte Theorem bekommt. Aber im Endeffekt heißt es einfach, dass Sie jetzt in der Lage sind, mit ganz normalen Feynman-Diagrammen Streuungsprozesse auszurechnen. Und die Feynman-Diagramme sind eben Feynman-Diagramme mit den entsprechenden äußeren Linien, was relativ offensichtlich ist. Und die muss man dann hiermit noch modifizieren. Und wie sich das nächste Mal herausstellen wird, ist dieses Produkt hier eine Vereinfachung der Rechnung. Und damit werden die Feynman-Diagramme sogar einfacher als die, die wir bisher gekannt haben, weil hier eben das eben wegfällt. Was da genau wegfällt, diskutieren wir dann am Donnerstag. Gut, bis dahin gibt es eigentlich ein neues Übungsfeld.